Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Ausgabe von Promi-Geflüster. Ihr wisst ja, im Herbst bzw. September, Oktober waren wir doch wieder ein bisschen mehr unterwegs. Wir durften mal wieder ein bisschen für euch an die Stars näher ran als wie sonst. Also wir haben sie hautnah getroffen und einen, auch wenn es jetzt heute nur ein Kurzinterview ist, den haben wir auch mal wieder sprechen können, nämlich Howard Carpendale. Ja, zum einen, klar, waren wir beim Musikherbst und er wird nächstes Jahr bei der Schlagersterne Mallorca-Reise dabei sein. Anfang Mai, da geht's los nach Mallorca. Colosseo Balear, da gibt's ein großes Schlager-Event, eigentlich zwei sind's. Zwei Tage lang am 10. und 11. Mai auf Mallorca. Und natürlich viele, viele Stars aus dem Schlagerbereich, unter anderem, wie schon erwähnt, Howard Carpendale, Matthias Reim, Christine Stark, Semino Rossi, Nick P., Julia Lindholm, Melissa Naschenweng, Beatrice Egli wird dabei sein. Also wirklich sehr, sehr viele. Schaut vorbei auf unserer Seite www.promigeflüster.de/Schlagersterne, da erfahrt ihr alles, auch wie ihr die Reise buchen könnt. Dann einfach auf das Banner von Eurowings klicken und dann seid ihr schon ja, bei der Anmeldung. Und vielleicht sehen wir uns dann auf Mallorca. Würde mich freuen. Und dann gibt es noch was Neues in puncto Online-Radio, aber dazu mehr nach dem Interview mit Howard Carpendale. Ja. Musikherbst hier am Wilden Kaiser. Was ist das für ein Auftritt für dich hier? Warst du hier schon mal in der Ecke? Also bei Kaiser zu Hause zu singen ist ungewöhnlich. Aber bei den Kaisern, ja, genau. Nein, ich war letztes Jahr auch hier. Mhm. Ist eine tolle Veranstaltung. Die Leute sind unglaublich drauf. Ja. Nee, ich freue mich gleich auf den Auftritt. Ja. Wir haben uns, oder beziehungsweise wir waren letztens mit dem Veranstalter auf Mallorca, haben eine Pressereise schon gemacht und dann haben wir natürlich erfahren, dass du der Überraschungsgast bist. Warst du schon mal auf Mallorca? Ich war auf Mallorca, habe ein bisschen Golf gespielt, aber... In der Arena noch nicht aufgetreten? Nein, nein, noch nicht. Dann wird es bestimmt auch ein bestimmter, besonderer Abend für ja. dich, oder? Ja, das wird genau. schon. Ja. Und eine letzte Sache noch, ein ganz toller Titel, der mir jetzt sehr gut gefällt, der ist auch sehr zeitgemäß, Weiße Taube, zusammen mit Erik Philippi. Was bedeutet der für dich? Wir leben in einer sehr schwierigen Welt im Moment und es ist nicht so gewöhnlich, dass aus der Schlagerecke solch ein Titel kommt und gerade das reizt mich. Ich finde es sehr wichtig, dass wir alle zeigen, dass wir irgendwie Anteil nehmen. Das ist eine schreckliche Sache, was da passiert. Und dieses Lied war nie als Hit gedacht. Es ist einfach ein Lied, die Leute mal hören können. Inzwischen haben wir, glaube ich, über 350.000 Klicks auf YouTube. Das ist schon genau, was ich erreichen wollte. So, und jetzt noch ganz kurz vor der Bühne, was werden die Fans heute erleben? Hits, Hits, Hits. Hits, Hits, Hits. Also da gibt es ja... Ich muss nur ganz kurz, das ist kein Konzert. Das ist eine Show mit einem gewissen Zeitraum von einer Stunde so. Und da geht es nur darum, dass die ein bisschen Party machen. Alles klar. Ansonsten muss man auf deine Tournee kommen. Die gibt es ja noch ein paar Mal dieses Jahr in verschiedenen Städten. Kann ich im Moment noch nicht Genaues dazu sagen. Wir warten alles ab im Moment. Okay. Weil ich vermute, Winter wird schon ein bisschen anders, als wir gewöhnt sind. Alles klar. Dann sage ich herzlichen Dank. Alles Gute für dich. Na, tschüss. Und wer sie jetzt hören möchte, die Hits, 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 die Howard Carpendale so schön angekündigt hat, der muss bei Schlager24, unserem Online-Radiosender, vorbeischauen, unbedingt, und dort mal reinhören. Zu empfangen hier über diesen Link, hier unten kommt er, laut.fm/Schlager24. Da gibt es Schlager rund um die Uhr, von Oldies bis zu den aktuellen Titeln. Zumindest versuchen wir es, hier die ganze Bandbreite abzudecken. Und natürlich Wünsche könnt ihr auch an uns richten. Aber dazu kommen wir später, zu einem späteren Zeitpunkt. Denn Schlager 24 und auch Volksmusik 24, das sind so zwei kleine Babys von mir, die sind relativ neu, wobei so neu eigentlich auch noch nicht, aber jetzt würde ich gerne mit diesen Sachen auch noch ein bisschen mehr
an die Öffentlichkeit und noch ein bisschen mehr an die Hörer ran. Also schaltet ein, sagt's weiter und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns spätestens nächste Woche dann mit einem neuen Interview und im Interview Gottfried Wörcher von den Gnocchis. Und die Gnocchis feiern ja ihr 40-jähriges Jubiläum. Also dazu mehr in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, bleibt schön gesund und wie immer, lasst euch nicht ärgern. Das war mein Standardspruch zu den Anfangszeiten. Also, macht's gut. Ciao.